aus Ampelkum, vom Schreibtisch des Grauens, für Sie heute wieder live dabei. Knacksack Deluxe, Shalom, ich bin's, der Göttliche. So, dreht sich das um Folgendes. Ich habe mir gerade bei Anton das letzte Kirsche-Video runtergeladen und habe mir da reingehört. Und so bei Minute 35 ging es dann los. Ne? 35, Alter, Alter. Heute ist Reaction-Tag. Ne? Ich sitze tatsächlich auch im selben T-Shirt. Ich habe es aber heute Nacht zum Schlafen ausgezogen. Also so eine alte Sau bin ich nicht. Rasieren brauche ich mich nicht. Ich bin Vollbartträger. Aber das ist auch altersentsprechend. So. Unartiges Fläumchen. Ich habe sie noch nicht angezeigt. Vielleicht kann man drüber sprechen. Da kann man ja so. Wo willst du denn? Was willst du denn genau mit der jetzt besprechen? Noch ein Versuch. Also, ich erkläre das jetzt, nochmal für Blöde. Also, jemand benutzt eine Waffe und schießt auf dich 6-mal. Immer wieder, um dich zu vernichten. Um dich zu treffen. Da, wo es am meisten wehtut. Beim Geld, bei deiner digitalen Kunst, bei hast du nicht gesehen. Und nachdem die Person 6-mal nicht getroffen hat, gehst du hin und sagst, ach komm, ich verzeih dir, hier hast du nochmal ein Magazin, versuch nochmal. Super, ich verzeih dir. Weißt du, du solltest mal lernen zu unterscheiden und zu differenzieren zwischen den Menschen, die dir einfach nur auf den Sack gehen wollen, weil du doof bist, und zwischen den Menschen, die dein Leben vernichten wollen. Diese Frau hat tatsächlich zugegeben, das musst du dir nochmal, ich meine, du hast ja auch nur so ein Erbsenhirn, ne? Und du arbeitest in der Frittenbude, deswegen dauert das mit dem Denken länger. Lass das, Karin soll dir das erklären oder Rosi oder irgendein anderer normaler Mensch oder ruf deinen Anwalt an. Die hat 3 Stunden mit 3 Leuten da gesessen und haben auf dich gelauert. Die hätten aber auch einen Knüppel dabei haben können und eine Maske und hätten dir eins über den Schädel zimmern können. Wäre ungefähr dasselbe Ergebnis. Aber selbst dafür würdest du wahrscheinlich noch tolle Worte finden. Naja, die haben ja nicht richtig getroffen, ne? Die Speckschwarte hat's abgefedert. Nee, ist nicht. Also, du drohst und überziehst Deutschland mit deiner angeblichen Klagewelle, die du ständig machst, angeblich, was weiß ich, 50 Anzeigen die Woche, was du alles angezeigt haben willst, die kleinsten Kleinigkeiten von irgendwelchen Hatern oder irgendwelche doofen Sprüche oder irgendjemand, der dir auf den Sack geht, diese Leute werden alle mit Anzeigen überzogen und bedroht, während eine Frau, die erklärt, dass sie auf DLP-Seite ist, definitiv, die erklärt, ich gehöre zu diesen Leuten und ich mache das, weil ich habe jetzt 1200 Leute und die werden mir schon helfen, wenn was ist. Ne? Da gab es ja gleich schon aus Hessen schon die erste Meldung, ne? Fick dich, gehst du davon aus, dass die 1200 Mann tatsächlich deine Freunde sind? So doof kannst du doch gar nicht sein, außer du bist blond und du bist tatsächlich blond. Und genauso ist das bei dir, Kirsche, bist du blond, färbst du dir die Haare, was stimmt mit dir nicht? Diese Frau ist gekommen, um an dir zu verdienen und um dich zu vernichten. Und die willst du jetzt nicht anzeigen. Charmante Logik. Denk mal drüber nach.